In diesem Video werden wir die verschiedenen Arten von Brüchen kennenlernen. Ich habe hier einmal zwei Brüche in Form von Pizzateilen dargestellt. Hier haben wir einmal 3 Viertel und 2 Sechstel. Was sind nun die Eigenschaften von diesen Brüchen? Sie sind kleiner als 1, das bedeutet, der Zähler ist kleiner als der Nenner. Und solche Brüche nennen wir echte Brüche. Hier noch einmal zusammengefasst. Die Bruchzahlen sind kleiner als 1 und der Zähler ist kleiner als der Nenner, wie ihr hier an den Beispielen sehen könnt. Kommen wir nun zur nächsten Bruchart. Hier habe ich wieder zwei Bruchzahlen in Form von Pizzen dargestellt. Hier haben wir einmal 3 halbe. Und hier 7 Viertel. Wie man schon durch die Pizzateile erkennen kann, sind diese Bruchzahlen größer als 1, denn wir haben hier jeweils schon eine ganze Pizza und dann noch einen Bruchteil dazu. Bei diesen Brüchen müssen wir wie immer zuerst den Nenner betrachten. Hier haben wir im Nenner 2 stehen. Das bedeutet, wir haben unsere Pizza in zwei gleich große Teile aufgeteilt. Nun haben wir hier 3 Stück halbe Pizzen und diese 3 Stück sind unser Zähler. In diesem Fall haben wir unsere Pizza in 4 gleich große Teile aufgeteilt, was unser Nenner darstellt. Und die 7 einzelnen Stücke stellen unseren Zähler dar. Was ist nun der Unterschied zu den echten Brüchen und dieser Bruchart? Diese Brüche sind größer oder gleich 1. Der Zähler ist hier größer als der Nenner. Und solche Brüche nennen wir unechte Brüche. Hier habe ich es noch einmal zusammengefasst. Bei unechten Brüchen sind die Bruchzahlen größer oder gleich 1. Und der Zähler ist größer als der Nenner. Kommen wir zur nächsten Bruchart. Ich habe hier wieder zwei verschiedene Brüche dargestellt in Form von Bitzen. Diesen Bruch nennen wir hier 2 Ganze und 2 Sechstel. Und diesen Bruch nennen wir ein Ganzes und 3 Viertel. Die zwei Ganzen sollen diese beiden ganzen Pizzen darstellen und die zwei Sechstel diese beiden Teile. Hier haben wir ja stehen ein Ganzes und 3 Viertel, also ein Ganzes ist diese ganze Pizza und 3 Viertel sind diese 3 Viertel Teile Pizza. Worin liegt der Unterschied zwischen dieser Bruchart und den unechten Brüchen? Der Unterschied liegt darin, dass wir hier die Pizzateile, die ein Ganzes darstellen, zu einer natürlichen Zahl zusammenfassen. Und die Bruchteile, die kein Ganzes darstellen, lassen wir einfach als normale Bruchzahl dastehen. Solche Brüche nennen wir gemischte Zahlen. Gemischte Zahlen bestehen aus einer natürlichen Zahl und einer Bruchzahl. Und eine weitere Eigenschaft ist es, dass gemischte Zahlen auch in unechte Brüche umgeschrieben werden. Was bedeutet das nun? Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, aber diese Pizzadarstellung und diese Pizzadarstellung ist gleich groß. Nur, dass wir hier 7 Viertel geschrieben haben. Und hier ein Ganzes und 3 Viertel.